So, guten Morgen. Und dann würde ich sagen, ich du kannst aber nach rechts gucken. Nach rechts, Ach da so. ist ein Balkon. Denn ich habe mir jemanden mitgenommen. Die kennt ihr natürlich auch schon, Ilaf. Und Ilaf ist, die hat jetzt auch gerade mal die Steuerung übernommen. Genau, mit, also mit, Maus, mit dem Maus halt rumgucken, WASD und so. Du kannst aber zum Balkon. Ah, das ist unser Aspin. Fuck. Unser neu gezüchteter Aspin, Schmatzi. Scheiße. Das Riesen, kannst ruhig hingehen. Ja, genau. Und weil wir wollten ja wandern gehen und tatsächlich ist Ilafs, einer der Hobbys von Ilaf ist wandern gehen. Und da dachte ich mir, das passt doch perfekt. Dann machen wir es auf dem PC. Ja, dann machen wir eine Wallheim-Wanderung zusammen. Ich habe auch Ja. schon alles dafür vorbereitet. Ich weiß sie, Alter, der ruft mich wahrscheinlich gleich um. Du bist unaggressiv. Ja, so durchstopfen. Sieht auf jeden Fall ganz freundlich aus. Das ist so ein Viech, wo die Leute dann sagen so, der tut nichts, der will nur spielen. Ja, aber der ist ein Pflanzenfresser, ne? Also, der ernährt sich nur von Pflanzen. Ich habe schon gesagt, der soll bloß die Hühner nicht wegsnacken. Aber gut. Ja, wollen wir los, oder? Okay, ja, moin erstmal, hallo, ne? Willkommen wieder zu meinem weiteren Let's Play. Schon fast 1000 Es, Folgen hast du nicht, ja, scheiß ja. Es tut mir leid, ich habe immer meinen Ersatzmann hier spielen lassen, den Raul. Aber jetzt bin ich wieder zurück. Ihr könnt beruhigt wieder aufatmen. Jetzt geht der Spaß erst richtig los. Sehr gut. Ja, die haben mich schon alle vermisst. Das dachte ich mir, aber ich dachte mir, mach dich rar, sei ein Star, mach dich rar oder so. Genau, und da wollen wir rüberfliegen. Zu spät. Ja, ich habe da solche Stufen reingeschlagen, dann kannst du einfach hochjumpen. Du kannst auch Doppelsprung, wenn du nach vorne hältst und dann einfach ganz oft springst. Dann nach vorne halten, ne? Hab ich da. Achso. Dann vielleicht so in die Ecke. Ja, Alles sehr klar. gut. Ja, und das ist der Wanderweg. Auf dem Wanderweg, da gehen wir nur durch Düsterwald und Grasland, also alles easy. Und selbst wenn irgendwas passiert, dann hast du da mehr als genug Stäbe und Tränke und wir sind auf jeden Fall gut versorgt. Ja, alles Also. klar. Am besten schreist du mich dann auch einfach an, wenn ich was nehmen muss und es verkackt habe. Genau, so wie So immer. wie immer. Sehr gut. Einfach nicht freundlich miteinander umgehen. Ja, und dann ansonsten kannst du einfach dem Wanderpfad Den hast du folgen. gebaut, oder Den habe ich was? selber gebaut, genau. Und auf dem Weg sind manchmal Disteln, Löwenzahn, Pilze und so und das halt Sollen wir die alles. sammeln? Ja, genau. Okay. Darum geht's. Also, du kannst gerne losgehen, ne? Das ist Ja, ein aber weiter Weg. ich will mich da erstmal angucken. Ja, tu das, tu Was mache ich das. damit? Das ist einfach zum Zielen. Wenn sie jemand ankommt und so beleidigt und so. Was? Ja, Ja. was? Was? Also ich gerade Doch beleidigt. niemanden Was? halt so erschrecken willst Ja. du. So unter dem Baum hervorkommen und sagen so. Was? Was ist das? Das ist eine Krähe einfach. Oh shit. Ich glaube, die kann man killen für Federn, aber Oh, das ist bringt aber aber auch nichts. traurig. Da mein Da Tee sind sammeln? Disteln zum Beispiel, genau. Also, davon haben wir eigentlich mehr als genug. Wir müssen E drücken. Drauf gucken und E drücken. Also noch mehr angucken kann ich so gar Nee, nicht, da, oder? nee, du guckst gerade durch. Genau. So. Genau, und jetzt nochmal rüberlaufen. Zack, aufgesammelt. Nicht so gefügt. Okay, alles klar. Ist das erste Mal Wallheim, ne? Ja. Ich wollte ja schon die Wie ganze kann Zeit man. spielen, aber du hast ja einfach gesagt, nein. Wie kann man nur so lange kein Wallheim gespielt haben, tatsächlich? Die Das war Beerenbüsche, fake. da musst du allerdings aufpassen, weil wenn die kaputt gehen, kann, dann respawnen die nicht. Okay. Also wenn ein Busch einmal kaputt ist, ist er für immer weg. Wo bin ich denn Deswegen kaputt? da nicht irgendwie gegenhauen oder Feuerball gegenschmeißen, das wäre Ich nicht so weiß ja gut. bis heute noch nicht mal, wie, also ich kann jetzt nur boxen und sagen. Ja, das ist Verteidigen sozusagen. Ja. Du hast hier oben die Stäbe, also du hast auf dem Rücken auch die 1. Du kannst auf 1 drücken. Und du hast einen Froststab. Klicken, gedrückt halten. Genau. Und das macht richtig Damage. Also, das ist der Top-Stab. Und Aber wie werde ich es wieder los? ja, wieder auf 1 oder auf R. Gut. Sehr gut, ja.
Den geht. The fuck? Ja, Bodennebel finde ich voll geil. Hat was. Das sieht da gerade komisch aus, aber normalerweise sieht das voll geil aus. Das sieht komplett natürlich aus. Das ist, normalerweise sammelt sich das wirklich in so Senken. Und wenn du das dann so wegschlägst, dann geht das auch wieder so runter, als ob das so ein, sich wirklich füllen würde. Okay. Da geht gar nichts. Oh, ist komplett weg. Habe ich es weggeschlagen? Nee, das passiert einfach mit der Zeit. Okay. Reißt. Ja, da habe ich den Weg wunderschön gebaut. Ich stell einfach nur besser mit so einem Karren lang, der fährt dann so 45 Grad. Stell ich mir richtig angenehm vor. Ja, genau, und da das Ganze einfach immer alles pflücken. Sehr gut. Ja, stimmt, du warst auch tatsächlich, also ihr Zuschauer wisst das ja nicht, aber sie wusste natürlich vor allen anderen von diesem Let's Play. Und während des ganzen Let's Plays diese ganzen Emotionen und Aufs und Abs und hast du dich gesehen, da warst du ja tatsächlich eigentlich die ganze Zeit im Hintergrund, ne? Und hast das alles mitgekriegt. Obwohl du selber das Spiel kaum gezockt hast. Also ich glaube, auch von dem Let's Play selber hast du, glaube ich, so gut wie gar keine Folgen selber geguckt, ne? Wir haben die ab und an Specials, halt, ne? Die Specials haben wir geguckt. Das stimmt, das stimmt. Und hier und da auch mal eine Folge, vor allem wenn ich dir was Besonderes gezeigt habe. Ne? Das stimmt. Oder auch manche Sachen, die ich hochgeladen habe und wo ich nicht ganz sicher wusste, ob ich das so hochladen kann oder nicht. Da habe ich mich dann immer an Ilaf gewendet und sie gefragt, was sie dazu meinte. Dann habe ich gesagt, nein, lad das nicht hoch. Nein, das darfst du nicht. Wenn ich voll hoch. Ja. Stimmt. Ja, und jetzt neigt sich tatsächlich dem Ende, ne? Schon krass. Was? Das heißt dem Ende. Also es ist ja, Ende ist immer so, klingt immer so final, aber auf jeden Fall dem Ende von dem Großprojekt, ne? Von dem regelmäßigen Hochladen. Schon krass. Was? Der Weg ist übrigens sehr weit, ne? Okay, wenn wir so gehen, so schnell gehen, dann dauert das deutlich länger als. Aber ich muss doch sammeln. Okay. Nein, alles gut. Lass dir Zeit. Nee, ist schon angekommen. Und das Sammeln ist tatsächlich zweitrangig, ne? Wie ich meine. Also ich soll gar nicht sammeln. Du kannst sammeln, weil dafür habe ich den Weg gemacht. Und das ist was sozusagen. Ist das? Das ist ein Grauzwerge-Spawner. Da kommen Feinde her. Sollen wir kämpfen? Nee, weil die spawnen unendlich nach. Aber also wenn wir schon diesen Weg abklappern, dann kannst du die Sachen natürlich mitnehmen, aber musst du nicht. Wenn du Shift gedrückt hältst, läufst du. Aber so, bin ich so nicht viel schneller? Einfach gar nicht. Nein. Wir joggen. Aber es frisst natürlich Ausdauer, wie du siehst. Ist das Gelbe, ne? Genau. Kann man so lange kein Valheim gespielt haben. Das ist doch so ein geiles Game. Da siehst du läufst zu schnell, sodass die Büsche schon gar nicht respawnen. Aber das ist eigentlich auch okay. Also, zuerst sage ich dir, du bist zu langsam, aber jetzt sage ich dir, du bist zu schnell. Tja, entscheide dich mal. Was soll denn das? Und du, die ganzen Beeren und so musst du eigentlich auch nicht aufsammeln. Aber, also wandern ist jetzt gerade nicht rennen. So durchjoggen auch einfach. Ja, ja. So, als ob das so gar nicht anstrengend wäre, so auf und ab und so. Ne? Oh, ich finde dieses Biom so schön, oder? Stimmt. Ich mag dieses bei den Biomen, wenn du nach da guckst, orange, und wenn du auf die andere Seite guckst, so bläulich. So, das ist so ein Übergang von Blau- und Orangeton. Stimmt. Das finde ich voll geil gemacht. Das ist tatsächlich auch mit eins meiner Lieblingsbiome. Eigentlich doch echt mein Lieblingsbiom. Ja? Ja, da ist ja auch unsere Base drin. Ja, hier habe ich das so in so einer Höhle dran gemacht. Ja, alles gut. Der macht dir so gut wie gar keinen Damage. Ja, du kannst ihn auch mit Fäusten verprügeln. Oh, okay. Hat ja geklappt. Okay. Ah, da siehst du, da respawnt ihn. Und du kannst ihn natürlich auch mit dem Stab killen. Okay, ist okay. Wir können auch weglaufen. Mit zwei Hits down. Wir können da auch den Weg des geringsten Widerstands. Genau. Flucht. So ein übelst mächtiger W
Wikinger-Gedöns-Typ, ja, ja, so läuft so vor einem Skelett weg. Du bist ja mächtige Magier. Ich freue mich, beschwöre selber Skelette, aber lauf dann vor allem weg. Ey, können wir die beschwören? Dann haben wir ein bisschen Weggefährten. Ich hab. Stimmt, ich kann zwar im Inventar kommen, ich hab den Schädel nicht dabei, glaube ich. Ist Inventar nicht eh? Tab. Das ist Caps. Ist das in Caps gedrückt? Okay. Ja. Nee, ich hab ihn nicht dabei. Leider nicht. Aber ich habe die auch tatsächlich beim Wandern nicht so gern dabei, weil die, wenn die alles angreifen, genau, und manchmal dabei Bärenbüsche treffen kann. Der Bogenschütze zum Beispiel. Und der macht dann Bärenbüsche kaputt. Deswegen, wenn zum Beispiel hier jetzt jemand angreifen würde, würde ich ganz weit weg von den Bärenbüschen gehen und da kämpfen, damit ich nicht aus Versehen die Bärenbüsche treffe. Ne? Ich verstehe. Aber alles gut. Ja, jetzt geht's ein bisschen durchs Gebirge, wie du an dem Schnee erkennen kannst. Leggy-Leg, warum leckt das so? Ich glaube, weil wir gerade wieder in Richtung unseres Dings gegangen sind, ne? Unserer Base. Oder er ist überfordert mit mir, weil ja, ich so viel Action reinbringe. Ja. Das ist aber gar nicht. Stimmt, ich glaube, ich habe die Vegetationsdichte runtergestellt, damit man besser Kräuter sammeln kann, oder habe ich die wieder hochgeschraubt? Kannst du mal in den Optionen gucken? Escape. Einstellung, dann Grafik, Vegetationsqualität, machen wir auf Max. Echt? Ja. Okay. Und okay? Ja. Sehr gut. Fortsetzen? Mhm. Nö. Fortsetzen. Klang gefrühstückt. Ja, ja. Ja, genau. Und da geht es nochmal richtig durchs Gebirge, da ist sogar der Weg überschneit. Du kannst vom Weg ab. Ach so. Ja, habe ich mich jetzt verlaufen, ne? Das ist scheiße, ne? Hui! Also, springen und laufen bringt gar nichts. Du bist dadurch null schneller. Also, wenn du schneller laufen willst, dann Shift. Ich finde, ich wäre schneller. Ja, ob du das findest, ist egal. Auf jeden Fall wirst du es nicht. Dreist! Dreist! Alles klar! Vor allem so übel schnell Biomwechsel, ne? Ja, und dann auch komplett das Wetter und Seems Licht legit. Und alles ändert sich. Ja, ja. Du könntest aber sagen, okay, jetzt machen wir ein Picknick, ne? Und was zu essen, ja, wir haben was zu essen dabei. Das sind die drei Essenssachen, aber wie du siehst, was ist das? Das verbranntes Gebüsch, das ist die Ausdauernahrung. Das ist verbrannt, also hast du es verkackt beim Kochen, oder nö, was? Nö, das heißt so. Okay, und was ist das? Das ist Magiefood, das siehst du an den blauen Gabeln, aber die hast du schon. Okay. Und wir brauchen nur das Ausdauerfood. Rechtsklick. Genau. Und jetzt siehst du auch, wie deutlich größer der Ausdauerbalken ist. Was That's natürlich what he said. So, und hier könnte es sein, dass wir auf Löwenzahn treffen. Das wäre tatsächlich wertvoll. Ja, das heißt wertvoll, es war mal wertvoll, weil... Dass du es kaputt gezockt hast? Ja, also, weil das halt Hühnerfutter ist. Was ist das? Ein Baumstamm. Achso. Was Hühnerfutter ist das? Ja, und das ist, wo wir jetzt sind, ist das Grasland-Bio. Da ist ein Löwenzahn. Ah. Und das ist das Grasland-Biom und das ist Biom 1, also das Tutorial-Biom. Hier okay. gibt es nicht mal gefährliche Feinde. Also hier gibt es zwar Feinde, aber die machen nicht mal einen Schaden, weil die machen irgendwie so 0,3 Schaden, wenn sie dich hauen. Aber, was lernen wir daraus? Mit ganz viel Beständigkeit kannst du auch an dein Ziel kommen. Naja, nicht wirklich. Er zieht dir ja nie ein Leben ab. Und selbst wenn er dir Leben abzieht, das regeneriert sich schneller. Regeneriert sich schneller hoch. Oh Mann. Voll entmutigend einfach. Ja, einfach unsere Rüstung ist zu OP. Preis. Dabei tragen wir eine Robe. Das ist ja noch nicht mal eine Nahkämpferrüstung, weißt du? Ja, Himbeeren. Die sehen ja creepy aus. Stimmt, die sehen ein bisschen lecker aus. Nee, sieht aus wie einfach so groß wie eine Faust. Ja, Alter. Ja, sieht aus wie so mutierte Granatäpfel. Mutiert. Ich. Magisch, okay? Ja, aber ich esse, natürlich. Meine Schuld. Ja, wohl, es gibt auch doch ein Universum, wo Mutation und Magie vermischt war bei Witcher. Da sind ja auch Mutationen, die magisch hervorgerufen werden. Das stimmt, Kopf The Witcher ist natürlich. Schon crazy.
Ja, eigentlich völlig egal, auf Löwenzahn zu liegen lassen. Es geht ja eigentlich Okay, also das. viel mehr ums Wandern und um die Landschaft. Wie lange hast du denn diesen Weg gebaut? Sehr lang. Das waren mindestens 10, 12 12. Folgen. What? Ja. Krass. Oder so 8. Ich habe keine Ahnung, es hat ewig gebraucht. Weil du musst auch immer die Workbench hinbauen, dann Ah, weiterpflastern, Stein holen, stimmt. dann Workbench abreißen, dort wieder hinbauen, wieder weiterbauen. Und das war echt schon sehr aufwendig. Oh, voll hübsch, ne? Ach ja, genau. Und der Weg ist so lang, dass es wahrscheinlich auch gleich Nacht wird und wir kurz durch die Nacht spazieren müssen. Theoretisch könnte man sich ein Portal bauen und dann kurz nach Hause. Ich habe mir gedacht, scheiß drauf, dann wandern wir die Nacht durch. Okay, Ne? ist das nicht gefährlich? Normalerweise ja, aber wir sind ja im Grasland und Dunkelwald, also nein. Wer weiß, vielleicht sind wir gleich so schnell, dass wir im gefährlichsten Gedings sind. Ja, den fand ich schön. Hier diesen Den Stein. Hügel. Nee, diese Hügel mit dem und dieser Weg, der sich so hochschlängelt. Voll geil. Voll Hammer, ne? Mit dem. Das sieht echt schon Mit krass aus. Yggdrasil. Das ist der Weltenbaum im Hintergrund. Yggdrasil. Genau, Yggdrasil. Yggdrasil. Also tatsächlich aus der nordischen Mythologie. Das sind ja alles Sachen, die wirklich aus der nordischen Mythologie kommen. Bis auf Valheim selbst. Das war die Welt, ne? Genau. Aber das ist eine ausgedachte Welt. Eine neunte Welt. Also es gibt eigentlich 9 Welten und das ist sozusagen die 10., wenn du so willst. Und die gibt es nicht in der originalen Mythologie. Das ist das Einzige, was sie sich ausgedacht haben. Ansonsten Aber ist alles genauso passiert. nee, ansonsten ist es die echte nordische Mythologie. Ach so, okay, ich So verstehe. mit, ne, es gibt 3 Oberwelten, 3 Mittelwelten und 3 Unterwelten. Okay. Und Valheim ist sozusagen eine Welt, die verbannt ist. Eine Welt der verbannten Wesen. Und deswegen sind hier, triffst du auch auf Wesen, die in der echten Welt nicht mehr existieren, weil Odin sie sozusagen aussortiert hat. Oder verbannt hat. Hierher verbannt. Und du selber bist ja ein Mensch. Warum bin ich dann verbannt? Und das fragt man sich auch, aber wahrscheinlich ist man, da habe ich ein Lagerfeuer drauf gemacht, damit er nicht spawnt. In der Nähe. Dreist. Und also man erfährt, dass man wohl gestorben ist. Und hier wiederkommt in einer Welt, wo man warum auch immer verbannt wurde, wie die anderen Wesen auch. Aber man ist hier der einzige Mensch auf dieser Welt. Ich verstehe. Keine Ahnung, also. Echt der einzige Mensch? Ja, also du kannst natürlich PvP spielen, aber du triffst auch auf andere NPCs, das sind aber Zwerge. Es gibt hier auch Zwerge, aber es gibt hier keine anderen Menschen. Bin ich nicht hübsch? Ich Wunderschön. liebe Blumen. Oh. Mal auf die Liste, die sich jetzt nicht so gut, oder? Ich weiß nicht, ich weiß nur, dass die Graus waren rauszubekommen. Hey! Ja, da ist ein Skelett. Kann Was? er mir Schaden zufügen? 1,9. Da, siehst du? Oh. Er macht dich platt. Ja. Los, komm, gib So ein ihm bisschen zwei sadistisch. Oh Frostschüsse. nein, aber er guckt so verzweifelt. Er will doch auch nur seinen Job machen. Job machen? Ach, bist du schon. Die soll immer mit Fäusten verprügeln, oh Mann. Aber wir wechseln uns ab, wir halten es fair. So wie bei Pokémon oder so, wo die auch immer drauf warten, bis die wieder dran sind. Ja, Wo du stimmt. denkst, hä, mach doch einfach. Los, greif an! Nee, ich habe die niedrigere Initiative. Ja. Ich bin noch nicht dran. Wir wollen es schon fair halten. Wenn wir hier gequält werden und gezwungen. Ja. Oh, gleichzeitig. Ja, Leute, ich kann machen platt. Mach ich doch. Vielleicht tanzen wir ja auch ein bisschen. Du willst das Skelett denn küssen auf die Zähne oder was? Auf sein Äugchen. Ich küsse dein Auge. Jetzt So der Daddy! spannendste Kri Dings. Oh nein, er ist fast da, aber er soll doch ein Freund sein. Komm zu mir. Shit! Oh shit, Alter. Alles klar. Selber Spencer auf Ja. einmal. Stimmt. Ich bin der Mama Platz, ich bin der Landvogt, das, ne? Ja. Ich bin der Landvogt. Von Gronkh war das doch immer ein Einspieler, ne? Ja, genau. Eine Donation war das, ne? Oder ein Sub? Ja. Eins von beiden, ne? Donation oder Sub? Schreibt's in die Kommentare!
Das sind immer diese ausgedachten Fragen, wo du weißt, dass der Creator es irgendwie nicht so wirklich interessiert, ja, was man reinschreibt. So, schreib's in die Kommentare, diskutiert darüber fleißig. Ja, das war doch auch bei Gronkh und Sarazar immer. Ja, haben sie auch immer so. Sarazar hat das auch immer gesagt und dann Gronkh auch immer so, schreib's doch mal in die Kommentare. Da hat er sich auch immer so darüber lustig gemacht. Aber am besten völlig kontextlos, ne? Also nicht, dass man weiß, worauf es sich bezieht im Kommentar, sondern einfach nur schreiben. Ja, stimmt. Dreist. Ach, und übrigens, normalerweise wäre es jetzt richtig dunkel, aber wir haben ja diese Krone auf und deswegen hast du dieses Licht vor dir. Das ist sozusagen, wer kennt's nicht, die Krone auf dem Kopf? Ja, ja, so eine magische Taschenlampe. Zum Glück müssen wir sie auch für niemanden sonst halten, ne? Sonst ist das doch immer dieses Klischee, dass der Vater dann sauer wird, weil man das Licht nicht richtig ja, hält. Richtig. Ne? Diesmal müssen wir es nur für uns halten, okay? Ja. So übelst Deep Trauma. Okay, doch. Wer ist das? Das ist der mit der schwächste Feind überhaupt. Der nicht mal einen. Nee, das ist ein Grau. Aber dann müssen Gräulich. Wir ihm schon die Chance geben. Ja, wenn der macht nicht mal einen Schaden. Oh. Ah, 0,1. Oh nein. Oh nein, er ist ganz schüchtern geworden. Komm, du kriegst eine Chance. Ich guck weg, okay? Und dann auch immer wieder gehen. Ich meine, du hattest doch die gute Position. Die ist auch mit den Fäusten verprügelt. Einfach ein Magier. Fähigkeit verbessert, unbewaffnet, 9. Weil ich so gut wie nie. Also, nie in Acker. Also, tja, kannst du mal sehen, ne? Fäusten kämpfen auch, lol. So eine Stinkwolke. Ich hoffe, du stirbst. Und das ist so richtig demütigend. Da kommt einfach so eine Gestankwolke raus, wenn du stirbst. So ein lächerlicher Ton. Oh. Und du nochmal so in die Hose machst oder so. Oh Mann! So übelst entwürdigend gestorben. Oh Mann. Vor allem, glaube ich, aber ich habe mal gehört, dass es eigentlich auch sehr häufig passiert. Ja, ja. Das ist ja, was ja Sinn macht. Weil du irgendwie, wenn du halt nur mal gerade auf Klo musst bist und dann stirbst, dann. Ist ja auch, so wie ich es verstanden habe, ist das auch völlig normal, dass es bei der Geburt so ist, ne? Ja, das habe ich auch mal gehört. Das ja. ist, also, dass es viel häufiger vorkommt, als man glaubt. Ah. Schön, ne? Voll. Schon echt ein atmosphärisches. Da würde man, also da würde man so, wenn man träumt, wenn man so eine richtig schöne Wanderung oder so macht, so davon träumt, aber wenn du in Wahrheit das machen würdest, würdest du einfach übelst zerfleischt werden von Mücken. Ja, stimmt. Und dann so die ganze Zeit, du willst so einen auf, ach, ich bin so tiefgründig, ich sitze hier jetzt. Und dann bist du aber die ganze Zeit so, ah, au, oh ja, Mann, ja. Oh Mann, und bist so richtig ja, ich schlecht gelaunt. Ich bin eins mit der Natur. Ja. Ich hab dich gegen die Natur. Oh Mann. Einfach nur ausrasten. Liebe Tiere, ne? Ja. No one said ever, aber die armen Mücken. Ja. So, wie komme ich wieder auf den Weg? Ich bin vom links. Meister, ich bin vom Weg abgekommen. Ah. Genau. Führe mich wieder auf den Weg. Genau, das habe ich das Himbeerplaza genannt, weil da waren so viele Himbeeren auf einem Fleck, dass ich da so eine Fläche gemacht habe. Du musst doch da. Achso. Also da kommst du her und da geht's weiter. Achso. Oh, was ist das? Oha, das ist aber schon oh, viel. Oh, oh, lauf. Was soll ich machen? Drück mal 4. Ich kann nicht. Ich habe nur 2 Finger. Hör auf zu Shift zu drücken. 4, klicken. Klicken. Ja. Klicken. So, 1. Umdrehen. Und töten. Mama. Gedrückt halten. So, und jetzt den anderen. Oh Gott. Oh Gott. Lauf! Sehr gut, ey. Lauf! Von wegen, das wird eine entspannte Wanderung, ne? Mhm. Was soll ich jetzt machen? Lauf. Ich blöd. So, du hast Mana-Tag gedrückt, dreh dich um. Und töte ihn. Okay, du hast dein Mana verballert. Lauf weiter. Genau, du siehst unten das Lian, das ist dein Mana. Okay. Und, einfach warten, bis er in Sichtweite ist. Stopp. Und jetzt nachschalten. Pippi, senk! Nein, ein Schuss noch! Soll ich ihn boxen? Nein. Warum denn boxen? So machen wir du so. Kannst übrigens. Jetzt haben wir wieder Mana. Aber er ist weg. Ja, er ist abgehauen, weil er eingefroren war. Iss mal schnell das und das. Rechtsklick. Und das. Genau. Okay. So, jetzt hast du wieder vernünftig Mana. Und jetzt drück mal 4. Energieschild klicken. Jetzt kannst du erstmal richtig viel Schaden einstecken, 4 Minuten lang. Oh Gott, ja, da ist doch Fuhle gekommen, frage ich mich gerade, wo die herkommen. Weil hier ist nirgendwo
Irgendwas, wo die herkommen Dreist. können. Wahrscheinlich sind die die Rächer der Mücken. Weil wir Ja, schlecht über die wirklich. geredet haben. Ja. Dreist. Stimmt, die kommen doch von den Ebenen, da kommen doch auf diese hässlichen Viecher her. Mücken. Ja, da gibt es so Mücken, so tote Skitos heißen die. Ich hasse die so. Tote Ja, das sind Skitos. meine Erzfeinde, ich hasse die so. Erzfeinde. Weil die Sowas. pieken dich so und dann hauen die ab und drehen so eine Kreise um dich. Und dann kommen sie Dreist. wieder. Ja, das ist super. Und jetzt? Na Dreist ist das. dann. Ja. Das ist einfach so ein Abfuck-Mechanismus. Guck mal, da bewegt sich was. Was ist das? Wo denn was? Da. Ach so, das ist ein Drauge Dorf. Ja, da, töte ihn. Oh, eins. Ja, habe ich. Nein, durch nicht so. Gut, alles gut. Stressig as fuck, ey. So, an das Dorf nicht zu dicht dran, weil da kommen Zombies sozusagen her. Okay, da ist schon einer auf dem Nee, das Weg. kannst du auch wieder, das ist ein Okay. Gräuling. Na gut. Wir wählen den friedlichen Part. Ja. Sag mal, wie ist das? Wie machst du das beim Spielen? Weil ich finde das. Also mir wird gerade schlecht vom ganzen Drehen. Die wird schlecht vom Drehen, wie Ja, meinst du? von denen. So. Keine Ahnung, mir wird aber nicht schlecht. Was? Schreibt's doch in die Kommentare. Wird euch dabei schlecht? Ja. Also ich habe davon mal gehört, dass manche das haben. Dass einem davon schlecht wird, aber. Ja, deshalb versuche ich es so wenig wie möglich zu machen. Und bewege mich dadurch absolut katastrophal. Aber hey, Ich habe okay. das beim Autofahren, dass mir, wenn ich nicht aus dem Fenster gucke, mir schlecht wird. Aber. Ja, das habe ich auch beim Busfahren Was und heißt so, ne? schlecht wird? Also jetzt nicht schlecht, dass ich gleich kotzen muss, Es klingt aber. so, als ob wir so übelst instabil wären. So, Naja, sind oh, wir wenn ja auch. wir. Ja, aber wenn du halt so überlegst, ne? Also da sind wir halt so weit und andere Tiere müssen durch so viel Scheiße gehen und wir Okay, so, das stimmt. oh, weil das Auto zu schnell fährt und ich nicht aus dem Fenster gucke, wird mir ganz toll schlecht. Ja, So, first world the fuck? problems. Ja, voll. Ja, stimmt schon. Da muss ich meine Medizin nehmen. Ich habe tatsächlich sogar Medizin dagegen. Echt Die haben jetzt? wir, Das ja. gibt es. Ja, Übelkeit. Reisetabletten heißen die. Ach Die sind dann halt so, gegen die sind gegen Übelkeit. die Übelkeit. Ja, Ach genau, wenn du so. verreist. Das ist ja absolut crazy. Aber ich meine, ich habe die Scheiße ja, also. Wurde ja auch angedreht, dann muss es der ja natürlich Das kaufen. wurde mir angedreht in der Apotheke. Ich habe nur gesagt, mir wird schlecht, was kann ich dagegen tun? Und sie hat gleich so, nimm noch ein Medikament dagegen. Dafür bin ich doch gar nicht erst zur Apotheke gegangen. So, und jetzt? da. Nach da ist rechts. Oder? Ja. Ja, sie sollte hinten. War es ja eher. Aber ja. Naja. Da ein Haufen Himbeeren. Oh nein. Schnell umgehen. Ja, Aber. theoretisch könnte man das jetzt alles pflücken, aber wir haben davon so viel. Ja, So eben. viel. Das habe ich mir halt auch gedacht. Weißt du, ich habe mich halt gefragt, okay, pflücke ich das jetzt und so. Und dann habe ich gedacht, ah, weißt du, Raul hat so viel davon gesammelt. Hab ich gedacht, ist das schon ein bisschen asozial. Ey, wer wohnt denn hier? Das Haus habe ich einfach so gebaut, als ob das. Ne, das stand da schon. Das ist einfach so eine Ruine. So eine Ruinenhütte. Die Dreist. stehen da manchmal rum. Das ist ein richtig hässliches Symbol für Unterkunft oben in der Dienstleiste. Das sieht Findest ja du? richtig hässlich aus. Das sieht aus wie mit Paint gemalt. Ja, Stimmt. also dafür, Das wäre dass. nie aufgefallen, jetzt wo du sagst. Oder? Dafür ist das halt alles so schon viel Mühe gegeben und so. Und dann ist das so ein Männchen, das habe ich früher bei Paint und da war man ganz stolz drauf. Da hat man extra eine Diskette für geopfert. Ja, Und dann stimmt. konntest du es speichern. Ja, aber ich bin doch ganz ehrlich, wenn du zum Beispiel die Feder fallen, Die ist die schön. Feder, wie schön die aussieht, und wenn du da Und mit die dem Tropfen, Tropfen, so ein ganz absolut. anderer Das Stil. stimmt. Das stimmt. So eine magische Barriere und die Feder passen zum Beispiel zusammen. Das Aber. stimmt. Das stimmt. Ja, Plan. So, ich glaube, es sollte auch gleich wieder Tag werden und natürlich fängt es auch an zu regnen. Das war natürlich jetzt mal wieder klar, Das ist weil, immer. also, du bist dann halt durchnässt und dadurch ist die Bist du Regeneration schneller? reduziert. Ach so. Aber du hast auch, wie gesagt, Tränke, ne? Du hast noch einen Ausdauertrank, einen Halde. Haltetrank. Einen Haltetrank. Oh, Hast du dir weh getan? ich hoffe, das hat man in der Aufnahme nicht gehört. Tja, Hat man wahrscheinlich. bestimmt. Können wir direkt von vorne wieder anfangen. Okay, nochmal. Von Cut, vorne, Cut. Reset. Cut. Und dann so ernst werden, so, oh Gott, ich hasse dich so. Ja. Scheiße, die Aufnahme läuft doch schon. Toll, einmal irgendwo gegen gebollert, Ja. anstatt das auch einfach Ja. rauszuschneiden. Ah! Ja, alles gut. Gedrückt halten. Ach so. Nach oben. Oh
Mann, er ist jetzt traurig. Alles gut, das ist so drauf. Ja, siehst du, wie schnell du getötet bist. Ja, aber. Also, das eben gerade diese Goblins, diese Fuhlinge, die du gesehen hast, ja? Die sind von den Ebenen. Das sind starke Gegner. Okay. Aber die da waren jetzt. Deswegen habe ich auch gesagt, ich habe keine Ahnung. Ja, dann machen wir doch direkt einen Bosskampf, ne? Oh, er speichert. Das heißt, gleich ist morgens. Ach, die Diskette. Da haben wir doch gerade eben noch drüber geredet, ne? Stimmt. Ja, machen wir einen Bosskampf oder was? Nein. Also theoretisch könntest du einfach eine Tür easy going plätten, aber wir wissen nicht, was das bringen soll. Da, es ist Tag. 1429. Ja. The fuck? Ist das nicht ein Ja? Ich bin einfach sehr schnell. Ich finde, es sieht auch irgendwie sehr niedlich aus, wie er geht, ne? So lalala. Ja, so am Schlendern. Ich gehe doch hier irgendwie so ein Kind, das so zum ersten Mal und dann, gehen dann lernt. So mit den und dann, jetzt sieht es aus, als ob er so entspannt joggen würde. Ja, so mit den Armen so. Ja, das ist so seine Joggingroute. Die dauert so mehrere Tage. Die macht er täglich. Ja. Macht so nichts anderes. Da, das finde ich auch ganz cool. Da habe ich so einen Weg in so einen Stein geschlagen. So eine Klippe geschlagen, wie du siehst. Hey, das ist zu gefährlich. Komm, lass uns wieder safe. Okay, hier. Geht's dir gut, Herbert? Soll ja auch ein schönes Sparring sein. Herbert, pass auf. Herbert auch. Na komm. Oh, na, da haben wir doch dran geübt. Oh, scheiße. Oh, dieses Geräusch. Oh, verdammt. Ich komme die ganze Zeit gegen. Ja, ja. Aber auch ein bisschen sad, ne? Stirbt er und dann kommen so Steine und so. So perfekt geformt, aber auch hatte gar nichts mit der ursprünglichen Form zu tun. Ja, stimmt. Ja, weil es soll ja so ein Holzwesen sein. Deswegen droppt er auch Holz. Warum der Stein droppt, weiß ich auch nicht. Aber wir werden es nie erfahren. Es ist ein Steinkopf. Ja, und er droppt auch Harz. Und das ist eben gerade das Geile. Droppt Holz, Harz. Das sollte man nicht aufsammeln. Und Stein, und das sind halt mit die Basisressourcen. Das heißt, wenn du einen Spawner hast und die ganze Zeit die umbringst, und du hast so viel Holz und Stein, das ist unglaublich. So, das hast du doch mal gebaut, so ein Ding. Genau, ja. Und den habe ich auch immer noch. Grauzwerge-Spawner. Ist übelst wertvoll halt, ne? Weil Holz brauchst du in diesem Spiel für fast alles. Hast du nicht eine Axt und kannst Bäume fällen? Ja, ne? Ja. Okay. Könnte ich auch, aber sorry. Ist halt aufwendig, ne? Was gibt's was zu trinken? Ich hatte hier. Merci. Jetzt machen wir ASMR. Es tut mir leid, du musst sagen, wenn es zu weit geht, ne? Immer, wenn ich mich sogar räusper, mache ich das Mikrofon aus. Und du rülpst auch noch bewusst rein. Sehr gut. Scheiße. Haben wir das auch noch im Let's Play? Ja, ja. Jetzt können wir alles raushauen, du. Ja. Soll ich mal das Mikrofon furzen? Geil. Und er kam mit Flüssigkeit. Weil du bist schon wieder so eklig, ehrlich. Also das muss aufhören. The fuck ist da los mit dir? Komm, wir joggen jetzt mal ganz entspannt den Hügel hoch. Ja, wir sind gleich da wieder. Oh, hä? Ich dachte, das geht voll langsam. Deshalb bin ich doch die ganze Zeit gerannt. Wir sind jetzt eine halbe Stunde bis 40 Minuten, wie ich meine. Echt? Okay, krass. Oh nein! Herbert! Das gehört übrigens zu unserer Jogging-Tour immer dazu. Dann immer noch mal verprügelt. Nee. Wir treffen uns da immer mit Herbert und er zeigt nochmal, ob er an seinen Moves gearbeitet hat. Ich bin nämlich sein Trainer. Ach so. Genau. Das ist halt so ein Ding zwischen uns, weißt du? Und danach geht er nach Hause und... Das sieht aber nicht aus, als ob er nach Hause geht. Doch. Der hat sich jetzt quasi eins mit der Luft und genau, so verreist er dann immer. Ich verstehe. Ja gut, aber das ist halt auch immer für einen Witz. So wie Dobby, ne? Der so schnippst und dann... Genau. Das ist ja auch sein Bruder, ne? Ah. Herbert, der Bruder von Dobby. Ach, ja. Ich meine, guck mal, du würdest das alles gar nicht wissen, wenn du mich nicht kennen würdest, ne? Also wie willst du denn unnordische Name? Ja, Olaf heißt er dann, meinetwegen. Ja. Das ist Olaf. Olaf und Ilaf? Olaf und Ilaf.